Jo Leute, moin, Goldpriester hier, eine Mini-Info vorweg. Der Channel bleibt natürlich weiterhin bei Battlefield 5. Es wird zukünftig aber auch andere Games geben. Aktuell gibt es bei Apex Legends in der PC-Version ein Startproblem. Betroffen davon ist auch die neueste Version in 3.02 J1595. Das Problem gestaltet sich wie folgt. Das Spiel kann einfach nicht gestartet werden und will, wie auf dem Bild zu sehen, Origin updaten, obwohl bereits die neueste Version drauf ist. Um das Problem jetzt zu lösen, gehen wir jetzt mehrere Sachen durch. Als erstes geht ihr unter C-User, wo der rote Bereich ist, verwendet ihr euren Windows-Anmeldenamen, danach dann auf App-Data, dann Lokal und dann auf den Temp-Ordner klicken. In diesen Ordner löscht ihr alle Dateien. Es kann sein, dass sich nicht alle Dateien löschen lassen, weil die gerade aktuell verwendet werden. Die lasst ihr dann einfach drin. Danach sucht ihr den Ordner Origin Games, dann auf Apex und dann auf Easy Anti-Cheat klicken. Danach klickt ihr auf Easy Anti-Cheat Exe und führt diese aus und dann klickt ihr unten links auf Reparieren. Wenn der Vorgang dann beendet wurde, schließt ihr die Exe wieder. Danach geht ihr zurück zu Origin und klickt auf Apex Legends mit der rechten Maustaste drauf und klickt auf Spiel aktualisieren. Danach dann Apex Legends normal starten und dann müsste es normalerweise wieder gehen. Wenn das danach immer noch nicht funktionieren sollte, geht ihr wieder unter Origin auf Apex Legends mit der rechten Maustaste drauf und danach klickt ihr dann auf Reparieren. Sollte es danach immer noch nicht funktionieren, aktualisiert ihr euren Grafikkartentreiber auf den neuesten Stand und dann müsste es aber funktionieren. Jo, das war's schon. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch der Guide geholfen hat. Selbst wenn nicht, ein kurzes Statement, da kann ich am Ende nochmal was nachbessern. Ach so, ich suche noch Leute für Apex Legends. Einfach auf mein Discord melden. Jo, das war's schon. Lasst ein Abo da. Da seid ihr immer Abo to date. Ihr könnt natürlich auch ein Abo nach oben da lassen. Euer Goldpriester. Ciao.